Assalamu alaikum, meine Lieben. So begrüßt man sich in Marokko. Unsere Abenteuerreise durch Marokko geht's weiter. Wir sind jetzt in Agadir. In den Großstädten von Marokko steht bei fast jeder größeren Kreuzung ein Polizist. Also aufpassen. Von Agadir aus haben wir alle unsere Touren in Südmarokko gestartet. Wir haben im Supermarkt Marjan Market unsere Vorräte eingekauft. In Marokko gibt es nicht nur die Wochenmärkte, sondern auch Supermärkte wie in Deutschland. In den Supermärkten bekommt man alle bekannte westliche Produkte und man muss nicht den Preis verhandeln. Die Währung in Marokko heißt Dirham. Für 1 Euro bekommt man etwas mehr als 10 Dirhams, je nachdem wie der Kurs gerade ist. Wir sind immer noch in Agadir und wollen zu einem Surferstrand in der Nähe von einem Dorf, das Aurir heißt, fahren. Wir fahren am Stadion von Agadir vorbei. Mehr als 90% der rund 35 Millionen Einwohner Marokkos bekennen sich zur sunnitischen Richtung des Islam. Die Angehörigen jüdischer Gemeinden und christlicher Kirchen bilden Minderheit. Freitag gibt es das Freitaggebet und kann sein, dass manche Geschäfte zu haben. Der Berg gegenüber heißt Agadir Ofella. Dort befindet sich die einzige historische Bauten von Agadir La Kasbah. Auf Deutsch heißt es die Burg und die liegt auf dem Atlasgebirge 240 Meter über den Meeresspiegel. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Bus hinaufzufahren zu Kasbah. Von dort aus hat man eine schöne Aussicht auf Agadir und das Meer. Agadir ist eine Hafenstadt am Atlantik im Süden von Marokko und befindet sich in der Region Sousmessa. Das Klima ist ganz angenehm, es ist immer um 26 Grad und es regnet nur ganz selten. In Agadir Hafen kommen viele Kreuzfahrtschiffe aus Europa und Amerika, die den Atlantik überqueren. Welches Hotel? Nee, der hat uns gesagt, ich kann euch mein Hotel hier zeigen. Ich habe gesagt, hier gibt es kein Hotel. Doch, stand hier drin. Dann hat er uns ein Schiff gezeigt. Und dann haben wir gesagt, ach Gott, das ist ein riesengroßes Schiff. Und dann hat er erzählt, er macht
Tanken in Marokko ist generell günstiger als in Deutschland. Zurzeit kostet ein Liter Diesel weniger als 1 Euro. Auf der rechten Seite seht ihr den Wochenmarkt von einem kleinen Dorf namens Ansa. Das Fahren für Wohnmobilisten in Marokko ist sehr angenehm. Es gibt auch breite Straßen wie in Europa und ganz viele Kreisverkehre. Das haben sie übernommen von den Franzosen. Für die Offroader gibt es genug Pisten zum Üben. Was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist in Casablanca reinfahren. Dort herrscht das reinste Verkehrschaos und es ist auch sehr gefährlich. Das Wort Versicherung kennen Sie in Casablanca nicht. Wenn es hier zu Schäden kommt, dann müssen Sie vor Ort bar bezahlt werden. Wir sind jetzt im Dorf Aurir. Bei dieser Kreuzung stehen immer die Gendarmen, also aufpassen. Die warten nur auf Fehler. Aurir ist bekannt durch seine Bananenplantagen. Am Wochenende ist dort immer was los. Gehen viele Einheimische aus Agadir und die Umgebung Tagine essen. Wir haben für diesen Stellplatz 10 Dirham bezahlt, entspricht ungefähr 1 Euro für den Tag. Falls jemand 10 Euro für Parken verlangt, dann stimmt etwas nicht, weil man nur 10 Euro bei dem Campingplatz nebendran bezahlt, allerdings ohne Mehrblick.
Da oben ist so ein bisschen auf die Seite. Die mache ich ja später. So, fertig. Thank you.
Am Abend des 29. Februar 1960 wurde Agadir durch ein Erdbeben verwüstet. Es starben dabei ca. 15.000 Einwohner. In Marokko kommt es öfters vor, dass Autos mitten auf der Straße liegen bleiben. In diesem Fall ist Anschieben angesagt. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren und liken nicht vergessen. Das motiviert mich, mehr Videos zu machen. Die Abenteuerreise durch Marokko geht's weiter. Dann sage ich bis zum nächsten Vlog und tschüss.